So, dann drehen wir jetzt mal meinen Sub ab. Mal gucken, ob ich das alles so einfangen kann, wie ich das möchte. Also, ich habe meinen Sub in ein paar Teilen aufgeteilt, deswegen filme ich jetzt hier einen Teil und dann gehe ich rüber ins Schlafzimmer und filme da den Rest. Und zwar, die Flammen, die habe ich schon gelesen. Die Beschenkte muss ich noch lesen. Mein Freund hat sie schon gelesen. Er fand es gut. Ich finde auch das Cover hier wieder sehr schön, obwohl natürlich die Flammende, da kommt nichts dran. Dann habe ich von Mary Higgins Clark Schlaf wohl, mein süßes Kind und 1, 2, 3, 4, 5 Teile der Mary Janice Davidson, dieses weiblich ledig Untot. Da komme ich einfach irgendwie zur Zeit einfach nicht dazu. Ich weiß auch nicht. Mein Sub, der hat sich seit ja, in einem Dreivierteljahr glaube ich nicht wirklich geändert, weil ich irgendwie ja immer neue Bücher bekomme und dann grundsätzlich diese neuen Bücher erst lesen will und irgendwie vernachlässige ich dann den Sub, der ja schon da ist. Aber irgendwann werden sie auch gelesen. Sie gehen ja nicht kaputt. Dann habe ich von Gillian Hoffman Morpheus und Cupido. Cupido habe ich schon mal angefangen. Ich fand es damals aber irgendwie, ich war nicht irgendwie nicht in der Stimmung, weil es ist sehr heftig und irgendwie sehr brutal schon gewesen und irgendwie so halt extremst an die Psyche gehend und irgendwie war das damals nichts für mich. Dann habe ich von Marlo Morgan Traumfänger. Das geht um, ich glaube, Aborigines oder eine Frau, die bei den Aborigines lebt. Dann habe ich von Kasia Ingermason, Das große Glück kommt nie alleine. Ich finde da die Cover sehr schön. Das habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen, schon vor einer Weile. Und leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Und dann nochmal Kasia Ingermason, Es ist nie zu spät für alles. Das habe ich von, ich glaube, von Nadine, von The Chocolate Pony zu Weihnachten bekommen. Oder war das das? Oder zum. Nee, ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich es geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es. Ich glaube nicht, dass ich es reingeschrieben habe. Dann habe ich immer noch den ersten Teil von Lisa J. Smiths im Zwielicht, Tagebuch eines Vampirs, also diese Vampire Diaries in Buchform. Ich habe es aber immer noch nicht gelesen, weil alle immer mir davon abraten und ich es dementsprechend mir nicht traue zu lesen, weil ich mir denke, vielleicht vermiese ich mir dann damit Vampire Diaries. Dann habe ich von Arnaldur Ingridsson Todeshauch, ein Island-Krimi. Auch dieses Buch habe ich schon so lange Zeit auf meinem Sub und irgendwie komme ich nicht dazu, es zu lesen. Ich habe es mal begonnen, es hat mir dann aber überhaupt nicht gefallen. Und ja, Dann habe ich ein Buch, was mich wahnsinnig juckt und ich immer noch nicht dazu gekommen bin, es zu lesen, von Samia Sharif, Die Schleier der Angst, so ein Erfahrungsbuch, so ein, ja, ja, na, sagt es mir. Komme ich nicht drauf. Naja, ich mache weiter, vielleicht komme ich da noch drauf. Biografie! Ein biografisches Buch. Das hat jetzt aber gedauert. Und da freue ich mich schon sehr. Aber das werde ich irgendwann im Juni noch lesen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und dann habe ich aus dem List Verlag Mordsfreunde von Nele Neuhaus, da habe ich damals Schneewittchen muss sterben gelesen und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Von Mary Higgins Clark, mein ist die Stunde der Nacht, das habe ich von der lieben Ilka zugeschickt bekommen, weil sie weiß, dass ich Mary Higgins Clark so gerne mag. Ich habe es aber leider auch noch nicht gelesen. Dann habe ich Frank Schätzing Lautlos. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das auf meinem Sub ist, weil eigentlich habe ich mir das Buch zwar gekauft, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung, nie gelesen. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich Sabine. Ach doch, genau, das hatte ich damals bei Amazon. Ne, Quatsch, bei. Hier, na? Also heute habe ich echt Wortfindungsstörungen. Sagt es mir doch. Nicht Rebuy, sondern Medimops. Danke. Habe ich mir das bestellt oder wollte ich es mir eigentlich gar nicht bestellen. Und es ist aber irgendwie gekommen und ich weiß immer noch nicht genau warum, aber jetzt steht es halt nun mal hier. Es ist aber, glaube ich, auch nicht berechnet worden, oder doch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dann kommt Sabine Tiesler, der Kindersammler. Das habe ich auch damals bei Medimops bestellt, weil ich viel Gutes davon gehört habe. Mir selber hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe das nach 100 Seiten abgebrochen, aber es ist halt wieder auf den Sub zurückgewandert. Und ja, dann habe ich von Sarah Kuttner Mängelexemplar. Auch dieses Buch ist auf meinem Sub und eigentlich ist es auch zum Verkauf, weil ich, ja, oder zum Tausch oder wie auch immer. Ich habe es auch auf meiner Seite auf meinem Blog, weil ich überhaupt nicht mit dem Schreibstil zurechtkomme. Ich habe ein bisschen reingelesen, aber ich komme so gar nicht
rein. Dann habe ich von François Lelord Hector und die Geheimnisse der Liebe und Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Das eine ist ein Taschenbuch, das andere ist ein Hardcover. Irgendwann werde ich sie lesen, ich bin mir ganz sicher. Dann habe ich von Sophie Kinsella Prada Pumps und Babypuder. Das Buch habe ich bei Minibobs bestellt für kleines Geld, habe aber leider nicht darauf geachtet, mich vielleicht vorher zu informieren, dass das ein Teil einer Reihe ist. Also der bringt mir also im Moment gar nichts, sondern muss erst die anderen Teile dazu finden. Und Charleston Girls von Sophie Kinsella habe ich mal begonnen, habe dann aber irgendwie abgebrochen, obwohl ich gar nicht mehr weiß, warum. Aber irgendwie war mir danach nicht. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Bücher, da sind dann aber jetzt nicht mehr alles Sub. Das habe ich gelesen, das habe ich noch auf meinem Sub. Anne Granger, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Natascha Kampusch habe ich gelesen. Meerestochter von Serena David habe ich damals begonnen und leider abgebrochen, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, Gebrüder Grimm, das ist kein Sub mehr, das ist auch keiner, das auch nicht. Hier ist noch eins, und zwar der 50-50 Killer von Steve Mosby. Das habe ich auch schon mal begonnen und leider abgebrochen, weil wir damals einfach auch wieder nicht so nach Thrillern waren. Der Mann, der kein Mörder war, habe ich angefangen, leider auch abgebrochen und wieder zurück auf den Sub gelegt, einfach um es irgendwann sicher wieder zu lesen. Dann habe ich The Bodyfinder auf Englisch, da habe ich ein bisschen reingelesen, es war aber irgendwie sehr schwierig für mich, irgendwie da wieder reinzufinden. Deswegen habe ich dann damals Harry Potter angefangen und auch zu Ende gelesen. Und das sind jetzt noch zwei neue Bücher, und zwar Gilmore Girls, das ist noch auf meinem Sub, Der Ernst des Lebens und Was ist Liebe? Ja, das war jetzt mal der eine Teil vom Sub und jetzt gehe ich rüber zum anderen Teil des Subs. So, jetzt habe ich noch den einen Teil des Subs rausgeholt, weil das Regalbrett wird nach hinten ziemlich dunkel und dann sieht man das nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt mal einen Teil rausgeholt. Und zwar, Entschuldigung, einmal Chili Billy Superstar von Heidi-Marie Brosche. Da habe ich schon ein bisschen angefangen. Ich lese es immer so ein bisschen nebenher. Und das gefällt mir bisher ganz gut, aber wie gesagt, ich lese es immer wieder, ich lege es immer wieder auf den Sub, weil ich irgendwie nicht wirklich dazu komme. Und dann ist jetzt wieder auf meinen Sub gewandert von Julianne Frost, Last Days on Earth. Ich habe es begonnen, habe mich eigentlich im Prinzip darauf auch gefreut, habe mir aber leider allerdings ganz was anderes drunter vorgestellt, als es nun tatsächlich ist. Deswegen ist es einfach momentan für mich nicht lesenswert, weil ich mich einfach überhaupt nicht gerade damit anfreunden kann. Deswegen ist es jetzt nach 30 Seiten wieder auf den Sub gewandert, aber es wird auch gelesen. So ist es ja nicht. Und dann habe ich ja noch von der lieben Julia von Letters from Juliet Suzanne Elizabeth Phillips aus Versehen verliebt geschickt bekommen. Das werde ich jetzt dann auch den Monat lesen. Oder ich habe es mir zumindest vorgenommen. Und ja. Dann habe ich noch auf meinem Sub von Monika Veth der Schattengänger. Das ist der 5. Teil von der Jette-Reihe oder der 6. Teil. Nee, ich glaube, der 5. Teil. Den habe ich auch noch vor, im Juni zu lesen oder Juli. Also jetzt irgendwann die nächsten 2 Monate auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Dann auch noch eine Subleiche. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Weil ich seine Bücher eigentlich ganz gern mag. Aber irgendwie gerät der immer in Vergessenheit. Und zwar von Tommy Jaud, Millionär. Ich weiß irgendwie auch nicht so ganz genau, ne? Warum ich es noch nicht gelesen habe, aber ja, irgendwann die nächsten Monate wird es auch gelesen, schätze ich. Dann habe ich noch ein Monika Veth Buch, und zwar Teufelsengel, auch ein Thriller. Das ist jetzt ein anderer Buch, also da geht es jetzt nicht um die Jette-Reihe, das ist ein neuer, auch wieder ein Jugendthriller, und da bin ich auch schon sehr drauf gespannt. Ich mag ja Monika Veth, das habe ich euch ja schon mal gesagt. So, dann habe ich von Malise Arold die Delfine von Atlantis. Das ist ein Buch, das muss ich jetzt auch bald lesen, oder ich will es lesen, müssen tue ich es ja nicht, aber ich will es bald lesen, weil ich auch schon das Cover so toll finde und auch die Geschichte dazu. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich noch 2 Bücher jetzt, hier zumindest, und dann geht es nochmal weiter, und zwar einmal von Tanja Kara, Entrissen. Das habe ich mir ja damals bei Amazon dann bei Marketplace gekauft, weil ich ja diesen Stalker gelesen habe und das mir sehr gut gefallen hat. Und ja, irgendwann werde ich auch dieses Buch mal lesen. Und dann habe ich noch ein Buch auf meinem Sub, und zwar Der Teufel von Münster von Alfred Becker, ein Kriminalroman. Da habe ich im Mai
Ja, genau, im Mai angefangen, wie ihr sehen könnt. Ich bin aber nicht wirklich weit gekommen, weil ich so überhaupt nicht reingekommen bin. Krimis ist ja immer so eine Sache bei mir. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es wirklich weiterlesen soll. Es liegt jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Sub und irgendwann werde ich ihm vielleicht auch mal eine Chance geben. So, und dann kommen wir zum restlichen Teil vom Sub. Den zeige ich euch jetzt. So, jetzt ist hier der restliche Teil vom Sub. Hier hinten kommen dann die anderen Bücher wieder rein. Wie gesagt, da hinten ist es aber sehr dunkel und da hätte ich es nicht gut filmen können. Und zwar habe ich hier noch Magic Girls, wie viele stehen die denn da? 5, 6, 7, 8, irgendwie stehen die verkehrt herum. Die werde ich auf jeden Fall im Juni noch lesen. Die sind ja immer nicht sehr dick mit 160 Seiten. Die sind eigentlich an einem Abend oder an einem Nachmittag gelesen. Dann habe ich hier noch die Krieger der Göttin, der Königin Falkenherz, den zweiten Teil zum, der zweite Teil zum ersten. Ihr versteht, was ich meine. Dann auch im Juni werde ich das lesen, der Kuss des Feindes von Titus Müller. Dann habe ich jetzt im Moment Blackout im Regal. Hier seht ihr es. Beziehungsweise lese es gerade, hier im Regal, ich lese es gerade. Dann habe ich noch den dritten Teil von der Akademie der Abenteuer. Ich habe es immer noch nicht gelesen, weil ich immer noch sehnsüchtig auf den vierten Teil warte. Ich habe den dritten Teil bis jetzt noch nicht gelesen, weil mein Freund ihn gelesen hat und gemeint hätte, der würde mit einem Cliffhanger enden. Und den Cliffhanger kann ich ja überhaupt nicht leiden, gerade wenn mir eine Reihe so viel Spaß macht. Deswegen suppt der noch vor sich hin, aber nicht, weil ich ihn nicht lesen will, sondern einfach, weil ich warten will, bis der vierte Teil erscheint. Und zuletzt ist dann hier noch Lisa Jackson Desire. Das ist ja so ein Romantic Thriller. Da habe ich schon Lisa Jacksons Danger gelesen. Hat mir damals gut gefallen. Und jetzt eben Desire. Und ja, das war jetzt mein Sub für den zum 4.6. sozusagen. Und ich denke, es sind viele Bücher dabei, die ich unbedingt bald lesen möchte. Zwar nicht immer so dazu komme und auch immer nicht erst alles so schaffe, wie ich es mir vornehme. Aber seit ich angefangen habe, mir für den jeweiligen Monat Leselisten zu schreiben mit Büchern, die ich in dem Monat lesen möchte, habe ich so ein bisschen den Sub unter Kontrolle und kann ihn auch immer relativ gut abbauen. Der letzte Monat, also der Mai mit den 18 Büchern, war ja schon wirklich ein Subkiller. Hat mir auch sehr gut getan, muss ich sagen. Der Monat fängt leider noch nicht ganz so gut an. Wie gesagt, momentan lese ich Blackout und habe ich jetzt gelesen und das muss ich noch. Also fast 600 Seiten habe ich noch vor mir. Und ja, da werde ich noch ein paar Tage für brauchen und wie gesagt, dann einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Also ich hatte mir auf jeden Fall die Bücher vorgenommen für den Juni und dann noch ein paar andere. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufgeschrieben habe. Ich glaube, der Kuss des Feindes steht noch drauf und noch ein paar andere Sachen. Ja, dann hoffe ich, hat euch der Sub-Film gefallen und vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch, was ich auf meinem Sub habe. Es würde mich freuen. Und was mich auch sehr interessieren würde, ist, wie hoch euer persönlicher Sub ist. Ich werde jetzt meine Bücher gleich nochmal zählen und es dann in die Infobox schreiben, aber ich würde mich als Kommentar sehr, sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht euren Sub beschreiben würdet, wie viele Bücher ihr auf eurem Sub habt, weil da gibt es ja ganz große Extreme. Manche haben gar keinen Sub, manche haben 800 Bücher auf dem Sub und es würde mich einfach interessieren, was ihr als meine Zuschauer für einen Sub habt. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!